Ich darf alle ganz herzlich da draußen begrüßen für einen weiteren IOM Summit Conversation Café. Heute zu einem spannenden Thema, Working Out Loud. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media. Ja, der IOM Summit findet ja dieses Jahr nicht als einzelner, singulärer Event statt, sondern eigentlich als Eventprogramm, so ein bisschen über 12 Wochen. Mit 3 verschiedenen Online-Konferenzen und dazwischen den Interaktivformaten wie diesem Conversation Café, was wir heute Nachmittag hier machen, wo wir grundsätzlich diese einzelnen Diskussionsrunden, die wir normalerweise interaktiv auf der Konferenz durchführen, als Einzeltermine hier im virtuellen Raum stattfinden lassen. Und wir uns da immer wieder freuen, wenn es eine rege Beteiligung gibt. Im Moment ist es draußen noch sehr warm und wir sind mit den angekündigten Gästen hier noch allein. Aber ich darf durchaus alle einladen, die ein Login haben, mit einem Freemium-Account auf iomsummit.de und dann in unserem Live-Event-Netz sich einfach einzuladen. Oder findet ihr einen Link direkt in diesen Zoom-Raum, wo ihr direkt mit diskutieren könnt. Oder aber auch natürlich in der Event-Net-Umgebung einfach nur mit uns chatten könnt. Ist beides möglich, je nachdem, wie involviert ihr sein wollt. Gut, jetzt möchte ich das Thema aber heute hier nicht irgendwie als Monolog führen und einzeln führen, sondern ich habe mir dafür oder wir haben uns dafür hier ein paar Experten eingeladen und da darf ich ganz herzlich hier an meiner Seite begrüßen. Einerseits Ladies First, die Rike Liebig. Hallo Rike. Dann den Ragnar Heil. Hallo Ragnar. Hallo, ich grüße euch herzlich. Und den Simon Dückert. Hallo Simon. Zusammen. Hi. So, vielleicht machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Was macht ihr? Rike, fangen wir einfach mal an. Ja, mein Name ist Rike Liebig. Ich bin, seitdem ich eigentlich im Berufsleben bin, Mitarbeiterin der Sparkassenorganisation. Und das ist ja so eine Branche, die sich stark im Wandel befindet. Und deswegen hat irgendwann nach einer klassischen Laufbahn mein Weg aus der Kundenbetreuung mich herausgeführt in den HR-Bereich, nachdem ich Wirtschaftspsychologie studiert habe und bin in dem Punkt das erste Mal auf vernetztes Arbeiten auf Plattformen gestoßen, habe darüber auch, oder wie man so eine Plattform einführt, meine Masterarbeit geschrieben. Und parallel kam ich dann in den Genuss von Working Out Loud und bin seitdem fixiert von dem Woll-Virus. Sehr schön. Ragnar. Ja, ich bin 47 Jahre, seit 20 Jahren in der IT und mit Working Out Loud unterwegs seit, oh, jetzt muss ich mal kurz rechnen, bis seit 6 Jahren. Ich habe damals mit einem Haufen so 2, 3 Hände voll wunderbarer Menschen Working Out Loud, die Community in Deutschland, gegründet. Von daher bin ich da schon seit langem dabei, bin immer noch mit Leidenschaft dabei und habe Freude an neuen Arbeitsformen, neuen Lernformen und Community Building. Und war nach meinen 11 Jahren lang bei Microsoft, bin ich jetzt bei der Quest Software und bin da als Partner Channel Manager seit 3 Jahren unterwegs. Ja, kommen wir zu dir, Simon. Jetzt wer bist du, Runde. Was machst du? Ja, Simon Dückert mein Name. Ich arbeite bei der Cognition Akademie in Nürnberg. Wir kommen aus dem Kontext Wissensmanagement und Lern der Organisationen. Es gibt seit 2001. Also da schon die eine oder andere Höhe oder Tiefe mitgemacht, sowohl von Tools als auch Methoden. Ich war damals auch mit Ragnar mit dabei, 2015 in dem Gründungstreffen deutschsprachige Wall Community und habe mittlerweile 12 Circle hinter mich gebracht, also auch schon so ein paar Erfahrungen sammeln können. Sehr schön. Working Out Loud ist ja ein hippes Thema in aller Munde. Vielleicht sollten wir vielleicht kurz eine Einführung machen für die. Wir haben immer wieder natürlich auch im Kontext von IOM Summit, die das vielleicht den Begriff schon mal gehört haben, sich vage was drunter vorstellen, aber natürlich das nicht genau verstehen. Für mich ist es natürlich so fällt es in die Gruppe dieser Peer-Coaching-Ansätze, wo auf individueller Ebene Leute befähigt werden oder Leute sensibilisiert werden, natürlich für neue eigene persönliche Zielausrichtung und intrinsische Motivation. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung von dem Thema. Aber vielleicht, was
ist für euch der Kern hinter Working Out Loud? Wie definiert ihr das? Ragnar, fang du doch mal an. Meine persönliche Biografie sieht so aus, ich habe Working Out Loud erst verstanden als Möglichkeit, die Arbeit sichtbar zu machen, dass ich quasi wirklich über meine Arbeit spreche und vor allen Dingen über die Arbeit spreche, die noch nicht vollständig ist. Also das heißt, ich mache quasi wirklich mein Labor, meine Werkstatt, meinen Backofen auf und spreche über meine unvollendete Arbeit und lasse dann gemeinsam mit dem Netzwerk fertig werden und fertig backen und fertigstellen. Dann würde ich jetzt aber trotzdem mal hingehen, dass Working Out Loud ist neben diesem Transparentmachen von Arbeitsprozessen, geht es auch viel um Zielerreichung. Und Simon sprach eben von einem Circle, von der bin ich jetzt ein großer Freund, auch von dem Ansatz, dass man in Kleingruppen, in Zirkeln arbeitet und gemeinsam mit dem Netzwerk Ziel erreicht und vor allen Dingen sein Netzwerk viel gibt, viel teilt, viel unterstützt, um nicht nur seine Ziele zu erreichen, sondern vor allen Dingen auch dann Netzwerke zu gestalten, die wirklich halt nachhaltig sind und auf Vertrauen geprägt sind und die dann auch noch in der Zukunft weiterhelfen können durch eigenes aktives Helfen. In der Antwort von Ragnar und in meiner Vorstellung, Simon, da haben wir schon so zwei Facetten drin. Einerseits natürlich so Working Out Loud als gewisse Haltung und dann andererseits aber Working Out Loud als Methode, oder? Genau, also wenn ich drüber spreche, unterscheide ich eigentlich das Working Out Loud Mindset und die Working Out Loud Circle Guides oder das Lernprogramm. Das Mindset, wie Ragnar sagt, hat meiner Kenntnis nach die Wurzeln in dem offenen Arbeiten, dem offenen Denken. Also der erste Blog, den ich kenne, der war von 2006, Thinking and Working Out Loud. Also da ist so dieses offene, scheuklappenfreie Denken. Der Mainstream, der dann danach losging, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, um die Problematik, dass Wissensarbeit, wenn sie digitalisiert wird, unsichtbar wird. Also das, was Ragnar gesagt hat, dieses Narrating Your Work, Observable Work, das ist eigentlich so das Problem. Ich sehe bei Wissensarbeitern nicht mehr, was die eigentlich tun. Und damit kann ich quasi nicht sicherstellen, dass ich das Rad nicht doppelt erfinde, dass mir mein Netzwerk nicht helfen kann. Und da kam dann eben von Jim McGee, Brian Toulis und so weiter, eben dann bis Bryce Williams, was Ragnar auch erwähnt hat, quasi diese ganze Schiene, Managing the Visibility of Knowledge Work und Observable Work. In dem Kontext ist dann John Stepper quasi bei der Einführung von Enterprise Social Network bei der Deutschen Bank darauf gestoßen, dass man sowas nicht so gut mit Halbtagesseminaren einführen kann, sondern eher diesen, was damals von den Lean-In-Circeln von der Sheryl geborgt war, quasi dieser Ansatz, kleine Veränderungen über die Zeit, mit kleinen Aufgaben, die man macht, Schritt für Schritt sich da rein zu bewegen. Und so würde ich das jetzt heute beschreiben, dass ich sage, es gibt diesen Woll-Mindset, der sehr viel von Open Source und Offenheit und Teilen und Blogging-Community inhärent hat und für Leute, die da ein Rezept haben wollen, wie man einsteigt, eben die Circle Guides. Rieke, wie verstehst du das Thema Working Out Loud? Die haben ja jetzt schon so diese zwei Facetten. Genau, also Ragnar und Simon sind ja auch zwei Experten der ersten Stunde, von daher, ich habe die Phase von Working Out Loud auch erst kennengelernt zu einem Zeitpunkt, wo ich mich irgendwann mal gefragt habe, was sind denn eigentlich meine Ziele, wo möchte ich hin? Und genau da hat mich Working Out Loud auch ein Stück weit unterstützt. Also als im Rahmen dieses, genau, als Methode im Rahmen eben dieser diese Circles, geleitet durch die Circle Guides von John Stepper, rauszufinden, was mein Ziel eigentlich ist und dann auch zu gucken, wer in meinem Netzwerk oder welches Netzwerk brauche ich eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen und darüber dann, wie die beiden jetzt auch beschrieben haben, Netzwerke aufzubauen, die nicht, wie man das manchmal im beruflichen Kontext kennt, sehr oberflächlich sind, sondern eine wirkliche, ja, tiefe Beziehung aufbauen, um auch zu gucken, wer kann mir eigentlich helfen, um sich meinem Ziel zu nähern. Und auf einmal kommt man in ganz andere Kreise, lernt ganz andere Personen kennen. Und das Thema, was ich ganz am Anfang noch so dachte, lässt sich nicht lösen, wird auf einmal so klar und deutlich, weil so viele teilhaben an meinem eigenen Ziel. Und deswegen ist für mich dieser Netzwerkgedanke, der da steht in einer immer verrückter werdenden Arbeitswelt, eigentlich das, was für mich Working Out Loud so ausmacht. Würdest du sagen, dass du es geschafft hast, über dieses Programm wirklich deine Einstellung zu deiner Arbeit grundsätzlich geändert zu haben?
Das nicht, aber Irgendwie für mich so, sind. weil man spricht ja immer von, okay, die ganzen demotivierten Leute, wenn die dann im Working Out laut machen, dann hinten raus kommen sie total engagiert und motiviert. Das wäre ein Traum. Also wenn ich jetzt in meiner Rolle als Personaler das Modul nutzen könnte, dann wäre es ein Traum, wenn ich alle Mitarbeiter einmal durch so einen Circle ticke und nachher ist die Welt umso besser. Nein, es hat ganz viel natürlich mit intrinsischer Motivation zu tun. Die war bei mir auch da, aber was für mich schön war, waren ganz viele Dinge oder Modelle, an die ich selber geglaubt habe, die mit Großzügigkeit oder auch mit Beziehung zu tun haben, wurden auf einmal wieder Normalität. Man kennt das vielleicht im Arbeitsleben, man gerät auch mal in Konkurrenzkampf oder man hat auch dieses Silo-Denken in Unternehmen und dann werden die Ellbogen ausgefahren. Und auf einmal kommt wieder genau das, was wir eigentlich viele Jahre immer gekannt haben, so dieses Ich arbeite miteinander. Wir gucken, wo sind Schnittmengen in unseren Zielen, das wiederzufinden. Und das finde ich für Unternehmen oder war für mich persönlich auch ein Riesenvorteil zu sagen, naja, bevor ich darüber nachdenke, was will ich persönlich erreichen und nur ich, denke ich daran, wie kann ich auch in einem Netzwerk gemeinsam lernen und teilen und dann wieder gedacht auf das Unternehmen, ja, wenn einige da mitmachen und sich inspirieren lassen von diesem Wollfieber, dann habe ich eben ein ganz anderes Arbeiten in den Unternehmen, weil ich nicht mehr nur noch in Konzernen, in wahrscheinlich Einzelunternehmen oder bei mir jetzt im Mittelstand eher so in einzelnen Abteilungen denke. Ragnar und Simon, wie seht ihr das? Wie stark kann dieser Working Out Loud Ansatz als Methode zunächst erstmal Einstellung zu dem eigenen Arbeitsverhalten klar verändern? Über ein oder wie viele Programme braucht man dafür, um da wirklich eine Änderung hinzukriegen? Also meine Erfahrung ist die, es muss immer dieser legendäre Groschen fallen. Und er kann natürlich fallen nach halbe Stunde Working Out Loud, einem Zirkel, drei Zirkel oder 30 Zirkeln. Wenn es einmal diese ganz persönliche Erfahrung gemacht hat, dass er wirklich halt stark profitiert, indem man Aufgaben und Ziele schneller erreicht durch Arbeiten in digitalen Online- und Offline-Netzwerken und es merkt, dass es wirklich sinnvoll macht. Sinn macht, über die Arbeit zu sprechen, dann will man auch eigentlich nie wieder zurück. Was braucht die persönliche Saulus-Paulus-Konvertierungserfahrung? Also wir hatten das ja auch in sozialen Medien und Enterprise 2.0, ich nenne es immer den Katzenbild-Effekt. Viele merken das jetzt auch in Microsoft Teams, ne, die animierten GIFs, die da gehen. Leute, die das erste Mal Berührpunkt mit so Medien haben, die posten dann so ein Bild und merken, das tut gar nicht weh. Also A, merken sie, es ist leicht, sowas zu tun und es passiert nichts Schlimmes. Und ich glaube, das ist der Vorteil von so geführten Programmen, dass die mich einfach durch die Anleitung, so über meine Komfortzone hinaustreten lassen. Ich muss es mal machen und ich stelle fest, das ist vielleicht gar nicht so schwierig, wie ich es mir gedacht habe. Und es passiert vielleicht nicht nur nichts Schlimmes, sondern gleich auch was Positives, was ich mir so gar nicht habe vorstellen können. Was man jetzt, wenn man solche Wall-Experience macht, also so eine Stunde, wo man die Methode mal vorstellt, da werden meist ein, zwei, drei Übungen aus dem Guide schon gemacht. Und wenn ich da mit fünf Leuten zusammensitze und sage, das wäre mein Ziel, und da sagt schon einer, du willst es so erreichen, hast du schon mal drüber nachgedacht, das vielleicht so zu machen? Oder ich kenne hier die und die Person, die könnte dir helfen. Dann habe ich irgendwie in der Stunde schon die Erfahrung gemacht, Mensch, jetzt hätte ich vielleicht 2 Tage oder eine Woche gebraucht, um das selber zu machen. Und dadurch, dass ich es geteilt habe von vorne, kann mir sofort jemand helfen und ich bin viel schneller. Und wie Ragnar sagt, ich glaube, wir sind als Menschen viel zu faul, als dass wir, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, irgendwie wieder zum alten Weg dann zurückgehen. Letztendlich ist ja im Endeffekt, dass wir diesen indirekten Nutzen, den so ein Sozial, den so ein Netzwerk in sich trägt, an der Stelle, systematisch erlernen. Genau. Und ich glaube, das Gute, also das, was man zwar, sagen wir mal, im Wissensmanagement seit den 90ern predigt und was ja auch in vielen digitalen Arbeitsplatzansätzen drinsteckt, so der Mensch im Mittelpunkt, steht an vielen Stellen, zwar auf Folien, aber wenn ich eine Methode damit beginne, mit was ist dein Ziel? Unabhängig vom Ziel des Abteilungsleiters, unabhängig vom Ziel der Organisation, dann habe ich vorne eine Methode eingebaut, What's in it for me? Und das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum sowas sehr viel Zustimmung hat. Einfach weil ich viel motivierter bin, das Ziel zu erreichen, weil es mein Ziel ist und nicht ein anderes Ziel, was mir jemand vorgegeben hat. Rieke, mit welchem Ziel, persönlichen Ziel bist du denn gestartet? Magst du es mal sagen? Ja, in meinem ersten Working Out Loud Circle war ich gerade dabei, den Arbeitgeber zu wechseln, bei dem ich meine Ausbildung verbracht habe, 14 Jahre gearbeitet habe und dann
wüsste ich nicht, wie ich so einen Abschied von den Kollegen gestalten möchte, meine Aufgaben erledigen möchte, meine Masterarbeit stand an und darum drehte sich dann mein Stil. Also wie verabschiedet man sich eigentlich von Kollegen? Und dann war auch wieder so das Thema, naja, soziale Medien halten eben auch den Kontakt zu Kollegen, die man nicht mehr täglich sieht, weil ich sie vorher jeden Tag in einem Bürogebäude getroffen habe. Und dann auch Netzwerke zu nutzen, um mit diesen Menschen, die mir am Herzen lagen, im Kontakt zu bleiben. Das war mein erstes Ziel. Mein aktuelles ist ein sehr persönliches. Das dreht sich so ein Stück weit um, man ist als Frau irgendwann gut gebildet, mitten im Berufsleben angekommen und dann geht die große Schublade auf und da landet man dann einfach drin, weil man ist ja bald sowieso nicht mehr am Arbeitsplatz, man ist ja bald dann irgendwo im Sandkasten. Und das ist ein ganz toller Circle, den ich gerade durchlebe mit tollen Leuten. Und mein Ziel handelt tatsächlich auch davon, dieses Thema, was ja sehr persönlich ist, auch ein bisschen transparent zu machen, zu sagen, naja, warum müssen wir Frauen uns denn immer in diese Schublade stecken? Und ich bin da mit drei Männern auch in einem Circle, die total witzige Ansätze und Tipps haben, mit so Klischee-Denken auch umzugehen. Also es ist ein bisschen cool. Sehr schön. Ich glaube schon, dass es persönlich mir natürlich sehr viel bringt. Aber was bringt es jetzt dann der Organisation? Gerade wenn man jetzt, also jetzt nichts Verwerfliches, ne, so ein sehr persönliches Ziel hat, wo man dann im Zirkel ist, wo man während der Arbeitszeit solche Zirkel besucht oder wir wollen ja da darüber diskutieren, diesen methodischen Ansatz zu nutzen, um natürlich auch das digitale Arbeiten zu befähigen. Wenn da aber natürlich solche persönlichen Ziele im Mittelpunkt stehen, sie schon so, dass man da dann natürlich intrinsisch motiviert ist, aber wo kriegen wir den Bezug hin zu der Befähigung für irgendwelche Unternehmensziele? Ich denke, was ja, wichtig ist. Mach du. Bleib mal kurz vielleicht bei meinem Ziel. Also vielleicht ist da ganz wichtig, mein Circle findet gerade nicht innerhalb meines Unternehmens statt. Das ist einer, der außerhalb stattfindet. Trotzdem sehe ich einen Mehrwert für mich. Weil die Gedankensätze und Dinge, in denen ich ja täglich unterwegs bin, also bei mir rufen ja durchaus Mitarbeiter aus meinem Unternehmen an und fragen in meiner Rolle als Personalentwickler, puh, ich bin gerade in dieser Zwickmühle und auf einmal kriege ich ja Ansätze von außen, die ich auch ins Haus trage. So, das ist das eine, wo der Mehrwert dann jetzt für mein Unternehmen ist. Und der zweite ist, ich habe einen Kollegen dabei, der absoluter Microsoft Teams-Fan ist, wo ich mich vorher noch gar nicht mit auseinandergesetzt habe und auf einmal werde ich OneNote-Mensch, bin jede Woche in einem Teams-Meeting, wo ich mich vor einem Vierteljahr wahrscheinlich noch nicht gesehen hätte und kann für mich sagen, auch den Punkt habe ich gelernt, also auch einen neuen technischen Skill und Teams kommt ja vielleicht auch irgendwann mal in so einer Bankenwelt an und kann dann sagen, ja, die Erfahrung habe ich schon gemacht, das beherrsche ich. Okay, Simon? Genau, also ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man zurück zu den Wurzeln geht, dann kommt Woll erstmal nicht aus. Es ist ein Tool, um Unternehmensziele besser zu erreichen. Ich erinnere mich, 2015 hatte ich mit Barbara Schmidt einen Podcast gemacht und da hat man im Vorfeld und so ein bisschen gemailt und drüber gesprochen. Und da war ja ganz wichtig, dass es tatsächlich bei dem Woll-Ziel um ein persönliches Ziel, um ein eigenes Ziel geht, was man gar nicht mit den Unternehmenszielen verketten soll. So steht es ja auch in diesen Präambeln oder in der Vision, die John Stepper ja definiert hat. Genau. Von daher ist es ja nichts Verwerfliches, Rika. Also bitte nicht dich interviewen an der Stelle. Ich versuche halt jetzt einfach, das nur in Verbindung zu setzen. Genau, ich denke, was Rick jetzt auch aufgezählt hat, die Fähigkeiten, die man damit lernt, ist ja im Prinzip, könnte man sagen, das, was wir in Breite in der Gesellschaft diskutieren, was uns eigentlich fehlt, was unter Labeln wie Digital Literacy, digitale Fähigkeiten, einfach Fähigkeiten sind, die wir als Bürger im 21. Jahrhundert brauchen, die wahrscheinlich unsere Schule, unsere Hochschule zwar zu früh verpasst hat, uns mitzugeben. Und was ich erstaunlich finde, ganz viele Unternehmen überhaupt nicht in Breite bei ihren Mitarbeitern fördern. Also ich glaube, es ist allerhöchste Eisenbahn, Leute in Breite mal beizubringen, was sind Feeds, wie codet man eine Webseite, mal mit dem Raspberry zu spielen. Aber das ist ja jetzt schon sehr spezifisch. Naja, ich sag mal, digitale Transformation ist aus meiner Sicht mehr als auf einer App-Scheibe rumzuwischen. Und wenn wir da quasi als Nation, als Gesellschaft einen Vorsprung haben wollen und nicht nur die ganze Zeit jammern wollen, dass Google, Amazon, Facebook und so uns die Geschäftsmodelle der Zukunft wegnimmt, Stichwort Banken, ja, also warum kommen denn ganz viele Ansätze eben nicht von hier, sondern von woanders, dann kommt es, glaube ich, einfach daher, weil da Leute in Tiefe verstanden haben, wie diese Digitalisierung und digitale Transformation funktioniert. Und da gehört für mich halt auch dazu, so ein bisschen hinter die Fassade
der Tools und so weiter zu gucken. Ich sage jetzt nicht, jeder muss Coder werden, aber so wie wir Lesen, Schreiben, Rechnen in der Schule gelernt haben, müssen wir da, glaube ich, in Breite schon tiefer werden in der Gesellschaft. Mhm. So ein Lernprogramm wie Working Out Loud, wo man dann mal sagt, ich mache mal mein erstes LinkedIn-Profil, überlege, was ich da teile. Man sieht ja heute noch viele so Hello John Stepper, I'm in a Wall Circle. Also so der erste Tweet wird 2020 abgesetzt. Ja, das sind also Sachen, wo man einfach merkt, dass Leute sich in was reinwagen, wo sie vorher nicht drin waren. Und das glaube ich. Naja, also letztendlich müssen wir die sozialen Netzwerke nutzen, um wirklich der Zielsetzung der Methode gerecht zu werden, dass wir uns mit anderen Leuten vernetzen, weil wir können ja gar nicht Netzwerke aufbauen und über den nächsten Kontakt hinaus irgendwo andere Leute kennenlernen, wenn wir diese Netzwerke nicht nutzen würden. Also unterschwellig nutzen wir die Netzwerke und lernen die Netzwerke zu nutzen. Ist das richtig? Genau. Genau. Also das ist ja auch die ursprünglichste Definition, die ich von John gehört hatte, war ja Working Out Loud ist Dale Carnegie meets the Internet. Ne, Dale Carnegie ist ja dieses ganz alte Buch, ich weiß gar nicht mal genau, wie der Titel heißt, aber im Prinzip geht es um strategisches Networking. Ne, und das, was halt dazu kommt, ist sozusagen die ganze Internettechnologie, die zum Titel unserer Session passt, die nämlich skaliert. Also die einfach dazu führt, dass ich halt nicht nur mit den 50 Leuten in der Kantine netzwerken kann, die gerade da sind, sondern mit den 50 Millionen, 5 Milliarden auf der Welt, die halt irgendwie am Internet angeschlossen sind, auch noch. Mhm. Dazu brauche ich, glaube ich, einfach digitale Fähigkeiten und muss das mal erlernen. Vielleicht im ersten Schritt auch ohne gleich eine Effizienz- und Produktivitätsfrage in den Raum zu stellen. Also das ist auch erstmal Zeit. Das ist auch oft so ein Ding, ne? Wo nehme ich die Zeit her, um eine Stunde Wall Circle zu machen? Das ist einfach Zeit, die ich mal investiere, um zu experimentieren und wo ich dem Abteilungsleiter hinterher nicht sagen kann, mein Projekt läuft jetzt 20% schneller. Dazu müssen wir gleich nochmal kommen, sozusagen, was muss die Organisation für Voraussetzungen schaffen? Aber Ragnar, du hast jetzt immer zugestimmt und ich glaube, du wolltest noch etwas hinzufügen. Genau, also bei mir geht es wirklich auch um die große Frage, wie nutze ich ein Netzwerk? Es gibt ja immer diese legendäre Diskussion Xing versus LinkedIn und viele sagen, nee, ich gehe aus Xing eigentlich raus, weil Xing ist nur noch ein digitales Kontaktbuch, ein Adressbuch, nur noch ein Sammeln. Ohne großen Aktivitätsgrad. Bei Working Out Loud geht es wirklich auch darum, dass ich diese Kontakte aktiv nutze und bei einer Veränderung des Mindsets, wo ich wirklich eine Geisteshaltung, eigentlich ist das Wort Mindset ein bisschen hässlich, wo ich eine Geisteshaltung entwickle, wo ich wirklich meine LinkedIn-Applikation aufmache und gucke, wen kann ich heute helfen, wen kann ich unterstützen, wo kann ich mein Wissen teilen und wo kann ich ihr oder ihm halt helfen. Darum geht es eigentlich, dass ich wirklich. Aber das ist ja schon etwa, dass wir so einen Altruismus entwickeln wollen. Auf jeden Fall. Ich denke, Working Out Loud ohne Altruismus geht halt nicht. Ganz genau. Also, das ist aber die Zielsetzung hinter Working Out Loud. Altruismus. Nee, Altruismus ist nicht das Ziel. Altruismus ist die Energie vielleicht, die ich brauche. Weil es gibt Leute, die sagen: Wieso? Ich habe Leuten gehört, die sagen: nee, wieso soll ich denn auf Xing oder auf LinkedIn gehen? Mich interessiert noch gar nicht, was fremde Menschen machen. Mit so einer Geisteshaltung hat man in Sachen Working Out Loud Schwierigkeiten, da irgendwo anzukommen. Naja, also ich glaube, das sind jetzt aber schon zwei Ebenen. Ne? Also auf LinkedIn gehen, sich vernetzen, um meine persönlichen Ziele irgendwo mein persönliches Ziel zu erreichen, ist das eine. Aber wenn du jetzt sagst, ich gehe auf LinkedIn und schaue mal, wem ich helfen kann heute, dann ist es ja schon noch mal ein Schritt weiter. Genau. Also es ist ich kann es gar nicht so einfach beantworten, Björn, weil das ist eigentlich eine Art Tango. Auf der einen Seite bin ich schon ein Mensch, der natürlich zielorientiert ist. Also ich bin im Vertrieb und habe knallharte Ziele. Also von daher, aber ich gehe jetzt nicht an die Menschen ran und möchte jetzt da meine vertrieblichen Ziele sofort überall pitchen und jeden belästigen und belämmern. Darum geht das gar nicht. Sondern dass ich eine gewisse offene Haltung habe, sodass ich nicht nur auf einem Netzwerk wie LinkedIn einfach nur sammle und die Kontakte sammle, sondern schon gucke, wie ich auch entweder ich helfen kann oder auch wie ich vernetzen kann. Das heißt also, es gibt ja tausend Themen, von denen ich keine Ahnung habe, dass ich dann wiederum hingehen kann und Leute einloopen kann mit Ad-Erwähnungen, dass, hey, der könnte dir helfen oder sie könnte helfen und ihr solltet euch mal kennenlernen. Darum geht es mir, also wirklich um die richtige Aktivierung von den Netzwerken, um das Netzwerk größer zu machen. Das ist ja auch die Kernkritik an dem Carnegie-Buch. Ich habe mal nachgeguckt, wie man Freunde gewinnt, heißt es aus den 1930ern.
Kernkritikpunkt an dem Buch Ja. ist, dass man das Networking oder Netzwerke nutzt, um andere auszunutzen für die eigenen Ziele. So, und wenn ich mal auf die letzten 2 Monate LinkedIn gucke, wie viele Anfragen man da kriegt, so, ich habe dein Profil gelesen, ich sehe, wir haben die gleichen Interessen. Übrigens, willst du nicht das und das buchen? Das ist genauso diese schmale Gratwanderung, wo ich sage, nicht verstanden. Ja? Und was Genau, genau. nicht der Mindset ist, du hast jetzt Altruismus gesagt, in den Wohlelementen heißt das Generosity, also quasi zu teilen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist, glaube ich, genau dieser schmale Grat, der dann am Ende den Unterschied ausmacht. Und was, glaube ich, auch wichtig ist dabei, ich meine, dafür, dass man anderen hilft, so wie Ragnar vorhin beschrieben hat, müsste ja jeder offen formulieren, was er sucht. Es ist ja eher so ein, ich sehe in meinen Kontakten, da teilt gerade einer etwas, wie er super gute Sketchnotes erstellt und da sich immer weiterentwickelt und ich weiß, ich kenne jemand anderen, der will das gerade lernen. Und dann erwähne ich dann in einem Kommentar drunter, ey, hier, guck mal, da ist gerade einer in dem gleichen Thema dran wie du. Vielleicht macht es Sinn, dass ihr beide euch mal austauscht. So ein Stück weit dafür dient es ja auch. Aber Ja, Simon und Ragnar, kurzer Einwurf. Ich meine, gerne. ich frage jetzt hier immer, um die Diskussion am Leben zu halten, ne? Deswegen frage ich sehr kritisch, weil ich sehe auch den Vorteil von von Working Out Loud, aber natürlich frage ich mich, okay, diesen Gedanken im Netzwerk zu helfen, aus dem Netzwerk Mehrwerte für mich selber rauszuholen, aber natürlich auch erstmal etwas in das Netzwerk reinzugeben. Das ist ja ein uralter Web 2.0-Gedanke, der eigentlich schon mit dem Web 2.0, so Social Networking sozusagen, mit dem Gründungsdatum dieser Netzwerke letztendlich da war. Warum brauchen wir dafür jetzt noch eine Methode? Wenn jemand da in diese Netzwerke reingeht, sollte er Wahrscheinlich das doch selber. ist der Gedanke mit geben ist seliger als nehmen noch viel älter als Web 2.0 So, genau. und einfach als Natürlich. eine Binsenweisheit, wie sozusagen menschliches Zusammenleben gelingt. Ich glaube, was ein Problem ist in vielen Organisationen, ist, dass ich meine, es wird ja oft so über Taylorismus geschimpft, ich sage mal vielleicht spätestens seit den 80er, 90er Jahren mit Globalisierung, ganz starken Fokus auf Produktivität, Business Process Reengineering, einfach ganz viel Möglichkeiten, mal so nebenher, ohne konkret an der Tagesaufgabe, an einem Projekt zu arbeiten, mal zu netzwerken, Kaffee zu trinken, eine Idee zu spinnen, eliminiert haben. Das geht einfach nicht mehr. Und so ist so ein Working Out Loud Circle erstmal überhaupt auch ein Schutzraum für eine Gruppe von Leuten, wo man über solche Themen sprechen kann, wo, wenn die Organisation das tatsächlich als Programm fährt, es einfach auch legitimiert ist, sich mal über seine eigenen Gedanken, Ziele zu machen. Weil alles andere ist komplett auf Ziele der Organisation gemünzt. Wenn ich sage, ich gehe auf eine Schulung, dann sitze ich da 1, 2 Tage irgendwie im Schulungsbetrieb und lerne irgendwas, was ich brauche, damit ich hinterher die Ziele der Organisation besser erreiche. Und vielleicht sagt der eine oder andere in der Mittagspause oder beim Kaffee, da habe ich die für mich wirklich interessanten Sachen erfahren oder da konnte man mal darüber erzählen, wie es so bei uns läuft. Und ich glaube, genau so ein Schutzraum bietet erstmal so ein WOL-Zirkel, losgelöst von den Übungen und dem Inhalt quasi. Ich Und darf das hier ist. noch mal kurz mal einmal einen organisatorischen Zwischenruf in unser Eventnet reinrufen. Ich sehe, dass hier mindestens 15 Leute sich angemeldet haben unter dem Player. Da findet ihr den Link zu diesem Zoom-Raum. Ihr dürft gerne hier reinkommen und mitdiskutieren. Aber ihr dürft auch natürlich auch gerne weiter zuhören. Ragnar. Simon, während du gesprochen hast, ist mir was eingefallen, was ich noch nie im Kopf hatte. Du sprachst von den Komfortzonen, weil die Working Out Loud Circle geben durch die Struktur, geben die eine gewisse Ordnung. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil die Übungen in den Working Out Loud Zirkeln können einen recht schnell aus der Komfortzone rausholen, weil die einfach ans Eingemachte gehen. Also ich habe jetzt auch schon einige Zirkel durchgelebt und die gehen wirklich ans Eingemachte und sie wühlen einen auch auf. Aber dadurch, dass die Struktur dieser Zirkel immer gleich ist, das heißt, ich habe die gleichen Phasen in den 60 Minuten, schaffe ich eine Komfortzone durch die Struktur, obwohl ich durch die Übungen aus der Komfortzone rausgeholt werde. Das ist eine ganz spannende Dynamik, wo sich da so beides oszilliert. Sehr schön. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde darüber diskutiert, was die Methode ausmacht und wo wir es natürlich abgrenzen von der Haltung, die wir irgendwo am Ende erreichen wollen mit der Methode.
Jetzt sollten wir einfach nochmal dazu kommen, was zu diesem Punkt, wenn das Unternehmen jetzt das als methodischen Ansatz einsetzen möchte, um dieses Thema neue Geisteshaltung zu besserer Zusammenarbeit, zu digitalerer Zusammenarbeit zu erwirken, worauf kommt es jetzt drauf an? Also was seht ihr da so, was sind da die wichtigen Elemente, die man dabei beachten muss? Simon, du hast vorhin schon gebracht, letztendlich muss natürlich erstmal die Zeit überhaupt erlaubt werden oder die Freiräume geschaffen werden, dass die Leute natürlich sich abseits von ihrer Prozessarbeit und Projektarbeit einfach hier in genau, solchen Zirkeln persönlich engagieren können, ohne dass dabei gleich ein Ergebnis für das Unternehmen rauskommt. Ich würde sagen, Zeit vielleicht sogar auf zwei Ebenen. Das ist ja eher so kurzfristige Zeit, ne? Jemand mal ein Quartal zu geben, wo eine Stunde oder zwei die Woche investieren kann. Wenn wir über Verhaltens- und Mindset-Änderungen sprechen, Mindset leitet in der deutschen Wikipedia auf Mentalität weiter, dann sind wir sofort bei Dingen, die sehr viel mehr Zeit erfordern als ein Quartal und auch mehr als ein Jahr. Also wir sprechen vielleicht von einem Jahrzehnt oder mehr. Deswegen braucht man neben dieser Zeit, die man Leuten jetzt für einen Circle gibt, einfach auch einen langen Atem. Ich glaube, da kommt viel Enttäuschung her, dass man der Meinung ist, wenn man jetzt so ein Enterprise Social Network mal ausgewählt und eingeführt hat und dann zwei, drei Wollveranstaltungen gemacht hat, dass man dann sofort eine komplett digital vernetzte Kultur der Zusammenarbeit hat und wundert sich, warum das so nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, von der Organisationsseite aus ist das Allerwichtigste, sich klar zu werden, ob man das wirklich, wirklich will. Das ist mal das Erste. Auf der Folie wollen das alle, aber will man es wirklich mit allen Konsequenzen? Mhm. Und dann lange dran zu bleiben, was auch heißt, dass das nicht nur ein Projekt sein kann, sondern das muss was sein, was auf 5 bis 10 Jahre angelegt ist. Also solange wie halt so eine organisationale Transformation dauert und mit entsprechend Menschen und Ressourcen hinterlegt ist. Na, klar gibt es Diskussionen, Alex und Sabine Kluge haben ja gerade das Buch zur Graswurzelbewegung geschrieben. Ne? Das ist so die Hoffnung, es kann auch so von unten quasi sein. Aber wir sehen, sobald ein Stürmchen aufkommt, wie schnell niemand mehr von Fridays for Future spricht, sondern das Thema ganz anders ist. Also ich glaube, man muss einen langen Atem haben und das auf organisationaler Ebene wirklich auch systematisch verankern, wenn es greifen soll. Mhm. Sonst ist es so ein Skalierung, hast du ja im Titel der Veranstaltung heute. Ich glaube, sonst skaliert es eben nicht schnell genug. Mal auf der Bosch-Webseite geguckt, die letzte Zahl, die da steht, ist 550 Circle, kommt schon aus dem letzten Jahr. Ne? Wenn ich das mal 5 Leute rechne, bin ich bei 2.500 Menschen in einer Organisation mit 400.000 Mitarbeitern. Also das dauert einfach sehr, sehr lang, wenn ich es nicht sehr systemisch auch treiben kann. Also dahinter müssen wir letztendlich, wenn wir diese Geisteshaltung um Unternehmen weit verbreitet und skaliert haben wollen, sind wir ja und alle Leute halt irgendwie offen herausarbeiten, Wissen teilen etc., sind wir ja bei einer Zielvorstellung organisatorisch von einer lernenden Organisation so ein bisschen. Simon, die du ja auch immer wieder anstrebst, aber dafür braucht es mehr als nur diese Zirkelinitiative. Ja klar, weil ich komme aus dem Circle, dann frage ich mich, was jetzt? Wo ist mein Blog, wo ich meine Sachen teilen kann? Wo ist wie bei Zipgate der Open Friday jeden Monat, wo einfach alle Mitarbeiter sich einmal im Monat Freitag treffen, so eine Art Barcamp machen und über Themen sprechen, ihre Arbeit zeigen und drüber sprechen? Wo ist meine Podcast-Plattform? Wo ist mein internes YouTube? Wo wird sich Gedanken gemacht, Inhalte unter offenen Lizenzen zu teilen, statt sie auf dem Arbeitslaufwerk vergraben? Also die eigentlichen Fragestellungen strukturell und von der Zeit kommen ja eigentlich erst dann, wenn ganz viele Leute durch dieses Woll-Mindset mündig gemacht worden sind und diese offene Arbeit einfordern. Dann wird es ja erst auch anstrengend für die Organisation. Ja. Aber wir brauchen... Ja, nein. Björn, und das Schwierige ist, du sprachst ja davon, ja, das sind ja keine neuen Sachen, weil Enterprise 2.0 kennen wir schon seit langem und du hast das natürlich auch federführend schon seit vielen Jahren durch die Konferenzen etabliert, aber das Thema musst du natürlich immer wieder neu auch positionieren. Das heißt also nicht jeder 16-Jährige oder 18-Jährige, der im Unternehmen einsteigt, weiß, was Enterprise 2.0 ist und viele wachsen auf mit Dark Social und kennen halt nur WhatsApp-Gruppen und geheime Snapchat-Fotos und haben keinen Podcast, Blog, YouTube-Kanal oder von daher muss man dieses Thema
Mindset wird nicht über Generationen durchvererbt, über die Genetik, sondern es muss wirklich bei jedem Menschen neu ankommen. Wir haben es ja gesellschaftlich jetzt auch lang genug gesehen. Also dieser Solutionism, ne, die Idee, dass ein Tool, was ich einführe, meine Gesellschaft verändert. Ich schaue nach Amerika und würde sagen, so wie ein Trump ein Twitter nutzt oder ein Facebook, hat nichts mit der 2.0 oder mit der Woll-Idee zu tun. Ja. Also es ist einfach viel mehr als nur das Tool quasi eingeführt und vorhanden zu haben. Ich würde da also genau an den Punkt, wo Simon gerade stand, nochmal zurückgehen, weil das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich muss mir ja im Klaren darüber sein, wenn ich so etwas einführe, dass ich auch die Zusammenarbeit und das Denken im Unternehmen verändere. Und ich beobachte das immer, gerade die großen Unternehmen sind da ja schon sehr weit und sprechen immer von neu geordneten Systemen. Es gibt in vielen großen Konzernen, gibt es so ein Enterprise 2.0. Wenn ich jetzt mal in den Mittelstand schaue oder in die kleineren Unternehmen, ist das häufig noch nicht der Fall. Da ist vielleicht entweder so eine Bewegung da, wo das sehr, sehr agil schon funktioniert, oder bewegen uns wirklich noch in sehr hierarchischen Strukturen. Und dann ist so die Frage, wenn ich so ein Social Network einführe, will ich wirklich, dass der Azubi auf einmal mit dem Vorstand über einen Blog kommunizieren kann und was sagt die Sekretärin dazu, die sonst immer die Firewall gemacht hat. Und darüber muss ich mir im Klaren sein, dass ich eine komplett andere, also wenn ich das in einem Unternehmen nutze, eine ganz, ganz andere Arbeitsweise und ein ganz anderes Miteinander einführe. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, ich gucke mir an, ob das hier auch reinpasst oder nicht. Und wenn ich feststelle, okay, die Gedankengänge sind gar nicht da, dass Mitarbeiter auch mal offen was erzählen sollen, dann muss man vielleicht eher an dem Punkt arbeiten, bevor man mal sagt, okay, komm, wir machen heute einfach mal ein bisschen Working Out Loud. Das wird dann schwierig. Das ist vielleicht cool. Auch in Richtung des Veränderungsmanagements. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das gehört habe. Irgendwo habe ich mal das Zitat gehört. Leading by Example ist nicht nur eine Change-Management-Methode, sondern die einzige. Und ich glaube, daran kann man einfach auch festmachen, ob die oberste Leitung von so einer Organisation das wirklich ernst macht. Nämlich, machen sie das auch? Also arbeiten sie auch offen? Bekomme ich mit, wie sie über Strategie denken, wo sie feststellen, oh, da ist was schiefgegangen, das hat überhaupt nicht geklappt. Habe ich Möglichkeiten, mal in so eine Vorstandssitzung reinzuschauen, die Dokumente zu sehen? Wird Strategie offen und partizipativ diskutiert? Also das sind, glaube ich, also die Felder, wo man dann sieht, ist das so ernst gemeinte Aktion oder ist es, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Wir wollen natürlich irgendwie dabei sein, wollen auch sowas Schickes machen, ne, damit wir in unsere Arbeitgeberbroschüre reinschreiben können. Wir sind auch 2.0 und bei uns ist alles digital, aber so richtig hinter der Fassade, ne, sprichst du von Schauseite und hinter der Bühne sieht es dann eigentlich ganz anders aus. Jetzt müssen wir ja irgendwo eine Richtung mal verfolgen. Jetzt sagen wir mal, versuchen wir mal aus der Blickrichtung zu diskutieren, dass das Unternehmen natürlich eine definierte Strategie, Vision hat, sich zu transformieren, zu wollen. Ne? Also auch oben, ganz oben der Wasserkopf, der möchte, dass wir alle agiler werden. So. Und WOL soll jetzt dabei helfen. Was müssen wir jetzt, was sind jetzt die Punkte, ja, jetzt Rieke zum Beispiel, aus personaler Sicht, was würdest du jetzt deinem Vorstand empfehlen, wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen das jetzt transformieren, WOL, machst du doch da schon so ein bisschen was, das hört sich doch alles ganz toll an, was forderst du jetzt ein? Was muss jetzt geschaffen werden, welche Strukturen müssen geschaffen werden, um damit erfolgreich sozusagen Veränderungen voranzubringen? Das Coole, was erstmal ja hilft, wenn ich einen Vorstand überzeugen möchte, ist ja immer die Frage auch, was kostet mich das? Und das Schöne ist, es kostet sehr wenig, weil ich muss jetzt nicht irgendwie 10 Seminare einführen. Die Circle Guides von John Stepper sind auf der Homepage www.workingoutloud.com kostenfrei runterzuladen in vielen Sprachen. Also das heißt, ich habe das Fundament schon mal da. Ja, da braucht man trotzdem einen Coach, der einen das anführt und der kostet ja nachher auch was, ne? Wie bei allen Methoden. Obwohl... Das ist das Schöne, dass es jetzt nicht einen erfordert, der da jetzt eine Coaching-Maßnahme im Veränderungsmanagement über Jahrzehnte begleitet, sondern ich kann mir jemand dazu holen. Also bei mir war das damals ein digitaler Auftritt von damals eben Sabine Kluge, die dazu gekommen ist, die über einen digitalen Kanal das Ganze begleitet hat, einmal erklärt hat, was Working Out Loud ist, was dahinter steckt, wie die Methode funktioniert, und auch die ersten Circle Guides erklärt hat. Und dann gab es so, wie Simon das vorhin erläutert hat, ein paar erste Übungen. Da fängt man dann an, eine Übung zu machen, wo man 10 Fakten über sich selber runterschreibt, also dann eben dokumentiert, wie das ist, so ein Auftakt. Ja, und dann laufen die Leute los. Und dann muss ich eigentlich, um den Vorstand zu überzeugen, Zeit einräumen. Also die
die das Zugeständnis haben, dass die Mitarbeiter sich eine Stunde in der Woche mit ihrem persönlichen Ziel beschäftigen, um dies eben zu erreichen. Und ja, dann kann ich schon loslegen. Dann gibt es vielleicht noch mal zwischendurch so was bei mir damals, dass es eingeführt worden ist, ein Touchpoint, wo Sabine Kluge sich wieder digital zugeschaltet hat, dabei war, erklärt hat, was denn gerade so passiert. Auch mal die ein oder anderen Momente, wo man so gestockt hat und nicht ganz sicher war, passt das alles so, was ich da gerade mache, aufgenommen hat. Ja, und dann war schon der erste Circle nach 12 Monaten mit den Beteiligten um und man hatte Working Out Loud gestartet. Und wie das dann so in diesen berühmten Graswurzelbewegungen, von der Simon gerade auch schon sprach, ist, spricht sich das rum. Die Leute, die Kollegen fragen, wo bist du heute Nachmittag? Was machst du da eigentlich? Und in den Kantinen oder in den Teeküchen entstehen dann genau diese Kommunikation, wo eben hinterfragt wird, einige, die das interessant finden, andere, die dann sagen, boah, nee, das möchte ich gar nicht. Mhm. Ragnar, was siehst du, welche Strukturen müssen geschaffen werden, um im Unternehmen das jetzt als Veränderungsmethode zu nutzen? Genau. Ich brauche auf jeden Fall eine Initiative, die sicherstellt, dass die Leute, die wirklich auch Lust haben am Experimentieren, am neuen Arbeiten, an Innovationen, an neuen Arbeitszielerreichungsformen, dass diese erstmal wirklich auch laut auch finden und dass sie sich dann auch finden können. Also gibt ja diesen Circle Finder. Vielleicht kann man auch unternehmensintern so einen eigenen Circle Finder machen, sodass die Menschen, die wirklich da auch offen sind, sich auch dann halt organisieren können in diesen Arbeitskreisen und Zirkeln. Mhm. Das ist so der erste Schritt. Ist das empfehlenswert, intern die Zirkel zu machen? Oder wann sollte man das machen? Weil ich mit Katharina Krenz öfters mal diskutiert habe, wo sie dann immer sagt, naja, ja, wir machen das auch Bosch intern, aber eigentlich empfehlen wir natürlich auch immer übergreifende Zirkel zu machen. Ich habe also selber noch keinen internen Zirkel gehabt. Meine Zirkel waren quasi alle unternehmenshalt übergreifend. Und da kann man natürlich starten, ja, indem man einfach auf den Circle Finder geht, der bei John Steppers Website eingebettet ist. Das ist so der allererste Schritt. Aber dann natürlich, wenn ich es unternehmensweit groß machen will und ich habe wirklich das Ziel, das unternehmensweit zu skalieren in einem Großkonzern oder auch im Mittelstand, muss ich natürlich das Thema schon ein bisschen ins Unternehmen reinbringen. Und da kann es wirklich halt Sinn machen, dass man in einem Enterprise Social Network eigene Gruppen hat zu Working Out Loud, sodass man auch da wirklich auch ein bisschen dieses Feuer unternehmensintern anfacht oder auch vor allen Dingen über die Fortschritte und Erfolge von Working Out Loud auch halt spricht und teilt und auch mal die Unternehmenskommunikation mal halt fragt, ob man nicht mal was berichten kann im Newsletter oder in einem unternehmensinternen Konferenz- oder Townhall-Format, sodass man da wirklich auch das mal vorstellt. So dass man wirklich nicht das jedem einzelnen Team vorstellt, sondern einfach so ein Broadcasting-Format, was ja sehr viele Unternehmen haben, das halt nutzt. Und was halt natürlich auch extrem wichtig ist, ist, dass halt auch der Vorstand und die Geschäftsführung das auch halt vorleben und auch dieses Working Out Loud Mindset sowohl auch leben und weil dadurch lassen sich einfach extrem viele Mitarbeiter motivieren, die sonst nicht so graswurzelmäßig drauf sind, dass sie selber von sich aus ohne Auftrag machen würden. Das ist also extrem wichtig. Und bei den Vorständen kann man natürlich sagen, entweder haben sie das Mindset so verstanden, dass sie überhaupt keine Zirkel brauchen, oder man führt halt Vorstände und Geschäftsführung durch diese ganz kurzen Light- und abgespeckten Zirkel einmal durch, sodass sie nicht halt 12 Wochen brauchen, sondern man gibt dann diesen Wall-Light-Zirkel für die Manager. Aber es geht halt nicht ohne diese typischen Schichten, dass sich irgendwo die Graswurzel mit Bottom-up, mit Top-down trifft und nach dem Mittelstand auch noch in eine weitere Richtung das evangelisiert oder halt verbreitet. Sonst wird es halt nicht skalieren. Mhm. Simon? Also ich würde erstmal zum Skalieren sagen, sowas wie Mindset oder Generosity, Großzügigkeit skaliert gar nicht. Das hat was mit Menschen zu tun, das kann ich nicht skalieren. Ne? Wenn ich möchte, dass sich das verbreitet und ich daran glaube, wartet mal ganz kurz, dass sich das verbreitet, dann kann man sich vielleicht so die Bildung anschauen. Wenn ich eine gut ausgebildete Bevölkerung haben will, dann mache ich sowas wie allgemeine Schulpflicht und ein freies Bildungssystem, wo jeder kostenlos studieren kann und über die Zeit auf Dauer kriege ich eine gut ausgebildete Bevölkerung. Und so ähnlich könnte ich mir das da auch vorstellen, dass man sagt, man muss einfach an verschiedenen Stellen, wo man in der Organisation die Möglichkeit hat, erstmal proklamieren, dass man sowas will,
So Stichwort Merkel mit der Bildungsrepublik. Ne? Irgendwo muss mal jemand aus der Leitung sagen, wir wollen offen Wissen teilen, uns vernetzen, und der muss das glaubhaft machen, indem er selber auch tut, wie Ragnar schon gesagt hat. Und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten, wo ich das quasi in Institutionen gießen kann. Also wo ich sagen kann, jeder, der neu in die Organisation kommt, durchläuft ein Programm. Jeder, der neu eine Führungskraft wird, kommt damit in Berührung. Jeder, der Projektleiter wird, kommt damit in Berührung. Also ich habe ganz viele Stellen, wo ich sozusagen Leute aus- und weiterbilden kann und damit darüber dieses Mindset entwickeln kann. Und ich habe ganz viel Zugriff als Organisation auf Infrastruktur. Mir hat damals bei Bosch sehr gut gefallen, die hatten in ihrem Community-Ansatz als ein KPI, es darf maximal 20% geschlossene Communities geben. Wenn sozusagen schon so viele geschlossene Communities da waren, konnte ich keine geschlossene mehr machen, sondern habe entweder eine offene machen müssen oder warten müssen, bis genug offene da sind und ich eine geschlossene machen kann. So, und damit tue ich sozusagen so einen Ansatz wie Open by Default institutionalisieren. Mhm. Ne? Zusammen mit, jeder hat sein Profil, das ist Bestandteil des Mitarbeitergesprächs. Jeder hat einen Blog, jeder hat die Möglichkeit zu podcasten. Man macht Veranstaltungen. Viele Leute, die noch nicht so digital sind, die fühlen sich vielleicht wohler, auf dem Barcamp mal ihre Arbeit zu erzählen und drüber zu zeigen, oder auf dem Meetup, oder jemand, der sich schon traut, über Fehler zu sprechen, macht man mal eine Fuck-Up-Night. Also hat man ein ganz breites Instrumentarium, um das zu institutionalisieren und damit dauerhaft zu verankern. Ja. Aber da sind wir ja schon bei den Ansätzen, um dieses Working Out Loud als Mindset, Geisteshaltung sozusagen genau. Unternehmen nachhaltig zu etablieren. Genau, richtig. Vielleicht nochmal zurück zu dem methodischen Ansatz im Endeffekt. Also natürlich über den Zirkelfinder kann ich übergreifend Zirkel finden, aber wenn ich das jetzt sage, ich möchte das in der Organisation organisieren, was sind da, Simon, deine Empfehlungen, wie schafft man diese Zirkel oder wie organisiert man, bringt man die Leute zusammen? Ich glaube, das Basisset, es gab ja auf dem ersten Working Out Loud Camp 2017 in Stuttgart, gab es so ein Panel, wo von diesen 8 Firmen, die sich da zusammengetan hatten, Conti, Siemens und so weiter, die quasi mal berichtet haben, wie sie es machen. Und da kam, glaube ich, so ein Muster raus, was die Basiselemente sind. Also du brauchst quasi eine Landingpage oder eine zentrale Anlaufstelle. Wenn jemand sagt, was ist das eigentlich, dann kannst du jemandem eine URL geben, da gehe ich hin. Das ist manchmal eine Webseite, manchmal eine Community. Dann brauchst du dort die ganzen Materialien irgendwie. Also sozusagen, wie gehe ich es an mit diesem Circle? Was es natürlich mit der neuen Circle Guide Version 6 ein bisschen schwieriger geworden ist, weil ich es damit nicht mehr so ganz einfach ins Intranet legen kann, aber den Link drauf kann ich legen. Dann denke ich, macht es Sinn, so Austausch zu haben, wo man Fragen stellen kann, wo ein, zwei Leute in der Organisation dann auch Antworten geben kann, wenn es Rückfragen gibt. Dann so ein Circle Finder. Ich kenne ehrlich gesagt keine einzige Firma, die ein Tool als Circle Finder hat, sondern meistens ist es was ganz Einfaches, eine Wiki-Seite mit einer Tabelle, in die ich mich eintragen kann, oder eine Social-Network-Seite oder irgendein Formular. Also das kann man sehr schlank halten. Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist Veranstaltungen zu machen oder auf bestehende Veranstaltungen zu gehen mit so einem Pop-Up-Stand. Also so BMW zum Beispiel, da gibt es ja ein paar Bilder im Netz, ne, wo die so ein ganz großes Event gemacht haben, oder Daimler mit Bosch zusammen, ne, mit hunderten Leuten, wo man einfach das mal erklärt. Aber auch wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe mit allen Mitarbeitern, ich stelle da ein Rollup auf und ein paar Flyer und erkläre das, ne, so bringe ich quasi Leute das Thema nah. Und als letztes Element noch das ganze Thema Success Stories, also da irgendwie sichtbar machen. Ne. Die Kata hat ja immer so ein, weiß gar nicht genau, wie die Kennzahl heißt, so eines ist Net Promoter Score, würde man es einem Kollegen empfehlen. Dann lassen die aber auch bewerten, wie sieht man den Lerneffekt von so einem World Circle im Vergleich zu internen Seminaren. Ja, also so, und dann aber eben auch einfach Stories. Ne? Was ist passiert, wenn ihr an die Bücher denkt? Ne? Ist ja auch dieser Junge, der die Königin getroffen hat, die Englische und so. Also einfach so dieses, das kann rauskommen, wenn du es tust. Mhm. Ich glaube, das ist relativ übersichtlich, was man tun muss dafür. Und es gibt auch noch eine Sache, die ist recht deutsch, nämlich zum Beispiel Harald Schirmer hat bei Continental diese Zertifikate und Zertifizierung eingeführt. Das sind natürlich auch Sachen, die manche toll finden, wenn sie sich nach so einem Zirkel oder nach so einer Grundausbildung, Training, dann auch so ein Zertifikat dann nachher einen Lebenslauf machen können.
Ja, das ist aus Also es gibt HR-Perspektive immer viele. spannend, weil eigentlich sowas wie Circle und Pair-Coaching, Pair-Learning gehört ja in das Thema informelles Lernen. In dem Moment, wo ich dem Ganzen Arbeitszeit gebe, vielleicht ein Zertifikat gebe, vielleicht das in die Bildungshistorie eintrage, mache ich daraus formelles Lernen und da kaufe ich mir Vor- und Nachteile ein, damit das will gut überlegt sein. Ne? Muss gut gemischt sein, weil es gibt Menschen, die lassen sich in Sachen wollen sehr, sehr gut intrinsisch motivieren, andere lassen sich nur extrinsisch motivieren, manche brauchen so Mischform. Von daher bin ich immer ein großer Freund von so einem, ja, so Wollen-Marketing-Mix, wo ich einfach viele Möglichkeiten ausspiele und irgendwann trifft es halt dann auch mal jeden. Aber ich bin großer Freund von der Vielfalt. Ich habe es auch selbst bei uns gemerkt im Unternehmen, wir machen jetzt nicht nur Yammer, wir haben auch sehr viele Teams eingeführt, wir haben auch noch andere CRM-Lösungen, die haben Namen wie halt Salesforce und wir arbeiten von daher mit vielen Lösungen. Aber es gibt nicht nur eine Sache. Aber was bei uns negativ sanktioniert wird, ist, wenn Wissen halt nicht geteilt wird. Das heißt also, wenn die Leute wirklich ihre Aufzeichnungen machen auf Notizzetteln oder in Mails, die keiner einsehen kann, das wird also negativ bewertet. Von der, sobald es zum Teilen kommt, ist es halt super. Und wo das jetzt ist eigentlich eher sekundär, aber das Teilen wird auf jeden Fall von dem Top-Management oder auch Also von dem mittleren Management. bei euch wird ein nicht konformes Working Out Loud Geisteshaltung schon sanktioniert. Genau, da geht es wirklich auch, genau. Muss Also, 5 € zahlen pro E-Mail. genau. Also bei uns, ich bin ja im Vertrieb. Wenn man mal einen Deal halt nicht gewinnt, dann weiß ihm keiner den Kopf ab. Aber wenn man das Wissen halt da nicht teilt, dann hat man größere Schwierigkeiten. Ein Punkt trotzdem nochmal, den ich gehofft hatte, aus irgendjemand von euch rauszukitzeln. Also der Mix der Leute, die man in einem Zirkel zusammentut, der ist ja durchaus entscheidend. Also, oder nicht? Und wie findet man den richtigen Mix und wie organisiert man den Mix? Intern, insbesondere über den Circle Finder, unternehmensübergreifend, da ergibt sich das dann ja. Aber wie findet man den besten Mix? Am besten so, dass die Leute sich noch nicht intensiv kennen. Also Genau, das wollte ich hören. sowas, genau. Es war bei uns so, dass wir halt für die erste Übung, die wir begleitet haben, also diese 10 Fakten über mich runtergeschrieben haben und dann gesagt haben, okay, jetzt findet euch mal mit Leuten zusammen, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt und mit denen ihr vielleicht auch noch nicht so viel zusammengearbeitet habt. Und das war dann ein perfekter Mix, der entstanden ist. Das hat bei einer Gruppe super gut geklappt. Die trifft sich, glaube ich, bis heute noch. Eine andere Gruppe hat aber irgendwo auch, ist dann nicht mehr hinbekommen, die Termine zu koordinieren. Die haben dann an einem Punkt wirklich gesagt, gibt es noch Sinn, dass wir weitermachen oder nicht? Oder machen wir in einer verkürzten Variante weiter? Also die Gruppe hat sich auch entwickelt. Also die Gruppendynamik ist auch über diese 12 Wochen daneben zu spüren. Also Aber ist ja auch. das ist das, was ich hören wollte, wo ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Element ist, dass man Fremde, also nicht schon sich nahestehende Leute Ja. zusammenbringt. Also nicht eine Abteilung bildet einen Working Out Loud Circle, sondern man muss Leute aus dem Unternehmen, aus verschiedensten Abteilungen zusammenmixen. Also Genau. du implizierst ja jetzt schon, dass es jemand gibt, der zusammenmixt. Ich würde sagen, das ist schon mal so eine Grundsatzentscheidung, ob ich sowas mache wie aktives Circle Stuffing. Also Leute tragen sich eine Liste ein, jemand schaut drauf und stellt daraus Circle zusammen. Aber wenn ich das nicht aktiv mache, dann finden sich doch erstmal bekannte Leute eher zusammen, oder nicht? Ja, der Bei Circle Bosch Finder. weiß ich, dass das Katharina Krenz in diesem Wiki, die haben da ja schon vorselektiert und haben die Leute explizit Genau. Also das wäre auch auseinandergezogen. genauso ein Beispiel, wo Circle Stuffing gemacht wird. Und da, das, was man immer wieder hört, ist, was du jetzt gesagt hast, nicht Leute aus einer Abteilung, insbesondere nicht Mitarbeiter und Führungskraft. Ne? Je gemischter, desto besser, weil je diverser sind die Sichten. Was Ragnar vorhin reingebracht hat mit dem Circle Finder, da gibt es eben dieses Stuffing nicht, sondern der Circle Finder agiert wie ein Marktplatz. Ich schreibe rein, ich biete einen Circle in der Sprache zu der Uhrzeit, physisch, virtuell. Und dann melden sich Leute und dann läuft es quasi komplett in Selbstorganisation ab. Und Das ist auch meine Denkhaltung. Vielleicht bin ich da ein bisschen so esoterisch. Ich glaube, aber habe schon an die Gesetze der Anziehung und an gewisse Resonanzen und Magnetismen in sozialen Feldern. Von daher bin ich schon Freund von solchen selbstorganisierten Möglichkeiten und nicht Staffing, wo irgendein Manager oder die dann zusammenfügt. Und ich glaube, wenn du als nicht nur als Esoteriker, sondern auch als Systemtheoretiker, glaube ich daran, dass man Fremde braucht,
um auch Störungen im System zu produzieren und zu provozieren. Da hätte Aber ich immer dann nur. widerspricht sich das nicht, Ragnar. Weil letztendlich, wenn ich das frei entscheiden lasse und da mehrere Leute aus einer Abteilung sagen, okay, wir müssen das jetzt machen, dann finden die sich doch vielleicht am ehesten zusammen, weil sie nicht das Fremde per se suchen, sondern eher das Nähere suchen. Du musst halt, glaube ich, wenn du Stuffing machst, musst du irgendwie so einen Prozessschritt noch drin haben, wo der Nasenfaktor reinkommt. Ne? Also wo man sagt, passen mir die Leute jetzt, um mit denen auf eine 12-wöchige Reise zu gehen? Und ich würde sagen, da muss man schon so einen Opt-out-Mechanismus haben, wo ich dann sage, ja, von den 5 sind 3 okay, aber mit den 2 will ich nicht. Und das muss in Ordnung sein. Ja. Ne, sonst kontrastiere ich irgendwie die Idee, Selbstorganisation in die Breite zu bringen. Aber der Kreis der Person, mit denen ich mich treffe, der ist fremdorganisiert. Das ja. passt dann von dem Prinzip nicht zusammen. Wir haben früher immer angefangen mit dem Circle Woche 1. Da ging es dann mit den Übungen direkt los. Wir machen jetzt mittlerweile alle eine Woche 0, wo wir viel über Termine und Tools sprechen, welche Tools wir dann halt nutzen zum Kollaborieren und Kommunizieren und können da auch in der Woche 0 diesen Nasenfaktor mit reinnehmen und sagen, nee Leute, am Ende der ersten Treffens werde ich aussteigen, weil das passt gerade chemisch nicht. Mhm. Ja. Und was ich auch finde, ist, also wenn man einmal anfängt mit Working Out Loud, dann ist es häufig ja nicht der letzte, also bei mir war es so, nicht der letzte Circle, den man begleitet. Es gibt auch welche, die sagen, einmal war nett, aber viele bleiben ja dabei und dadurch kann ich ja auch in den folgenden Circles mich wieder anders mixen. Ich habe jetzt auch verschiedenste Varianten durchlebt und das ist auch was Schönes, weil in jedem Circle mit anderen Personen wieder ein anderer Input kommt. Und das macht vielleicht auch so ein Stück weit auf der Reise, die man dann in mehreren Circles macht, besonders. Das ist auch, was man nach einigen Circles merkt, finde ich, da entsteht dann sowas Ähnliches wie eine Mastermind-Gruppe, also quasi eine Gruppe von Leuten, die dann vielleicht nicht mehr sich wöchentlich trifft, aber die sagt, lass uns mal alle 2 Monate, einmal im Quartal trotzdem weiter treffen und beieinander bleiben, weil wir glauben, dass wir halt da Potenzial sehen im Austausch und immer, wenn es nur ein gutes Gespräch ist oder auch Ideen austauschen. Und andere, wo man sagt, so ähnlich wie bei einer Schulung, das war jetzt okay, aber muss man sich nicht unbedingt nochmal danach treffen. Aber auch das sollte jeder selbst entscheiden können. Und der Punkt ist, ganz kurz noch ein Punkt. Ohne eine Working Out Loud Circle lernt man nicht nur, wie man seine Ziele erreicht, sondern und digitale Netzwerken oder Networking Skills lernt, sondern man gewinnt im besten Fall noch Freunde und Kontakte, die halt ein Leben lang halten und die einen auch halt mal tragen und helfen, wenn es mal brenzlig wird im Leben. Das ist der Kranich aber schon, genau. Das sind wir schon sehr auf einer gehobenen Ebene. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt da die Methode entwickelt, wir haben eine Vorstellung, wir wollen damit das Unternehmen transformieren, wir schaffen auch hinterher noch weitergehende organisatorische Rahmenwerke, wo man offener arbeiten sollte, bis hin vielleicht zu Sanktionierungsregeln, wenn man nicht offen arbeitet, aber dazwischen ist ja noch ein langer Weg. Gibt es da noch irgendwelche Empfehlungen, um das Ganze, um diese Skalierung, um das Feuer nicht zu verlieren? Also ist das Feuer, wird das nicht ausgehen, weil letztendlich diese Zirkel das immer wieder neu befeuern und das nicht selbsttragend ist? Oder gibt es da noch irgendwas, was man auf diesem Weg tun muss, um das am Leben zu erhalten? Ich glaube, das ergibt sich schon fast aus, also wenn wir jetzt über die Working Out Loud Methode sprechen, die wenigsten Leute, außer sie haben mit der Verbreitung zu tun, machen ja 50 Circle hintereinander, weil du ja immer wieder durch das gleiche Programm durchläufst. Also schon deswegen musst du, wenn Leute am Ball bleiben sollen, ein ganz, ganz breites Portfolio von Formaten und Maßnahmen haben, wo du dauerhaft, was weiß ich, dann probierst du mal mit Open Space aus oder machst mal ein Barcamp oder machst mal ein MOOC oder machst mal ein Blog-Training oder es kommt Office 365, dann sprichst du drüber, wie kann ich Yammer zum Teilen von Wissen verwenden. Ja, also da musst du so ähnlich wie wenn man Kinder am Ball halten will, immer auch mit was Neuem kommen und darfst nicht davon ausgehen, dass du jetzt einmal irgendwie ein Jahr oder zwei dranbleibst und bringst eine Webseite mit Working Out Loud Guides ins Intranet, da stehen die dann für immer und ab dann wird es ein Selbstläufer. Da ist man, glaube ich, wieder bei der Nachhaltigkeit. Ich brauche schon irgendwie für das Thema 1, 2, 3 Leute, die da dauerhaft dranbleiben, die theoretisch
Wir haben viel über Enterprise 2.0 gesprochen, da war Community Management ein großes Thema. Genauso eine Gruppe, die vor 5 Jahren Community Management getrieben hätte, könnte heute das treiben, könnte in 5 Jahren das nächste treiben. Und da sieht man aber halt ganz oft, dass dadurch, dass die Organisationen so projektartig denken, ne, da ist mal 2, 3 Jahre Office 365 Einführungsprojekt, dann sind die Kostenstellen weg, die Budgets weg, die Menschen weg. Und dann fängt man 2, 3 Jahre später wieder mit an, die nächste Sau in Anführungszeichen durchs Dorf zu treiben und das zu erkennen und zu sagen, wir brauchen für dieses offene Teilen, offene, vernetzte Wissensarbeit jemand, der das halt vielleicht nicht gleich 30 Jahre macht, aber über einen längeren Zeitraum macht, das wäre, glaube ich, eine wichtige Einsicht, um da skalieren. Mein persönlicher... Du hast jetzt, wir haben ein bisschen Zeitprobleme hier schon, aber um es nochmal ganz klar herauszustellen an der Stelle, also Simon empfiehlt natürlich weitere partizipative Formate, wo größere Gruppen sozusagen dann in einem größeren Rahmen diese Geisteshaltung dann lernen, wie Barcamps etc. Absolut, absolut. Ja. Also alles, wenn ich jetzt sage, es geht mir um das Mindset, ne, und es geht mir darum, dass Leute offen ihre Arbeit zeigen, die nicht auf ihrem Notebook vergraben oder in einem Schreibtisch oder im Notizbuch drüber erzählen, sowohl wie sie es gemacht haben, warum sie es so gemacht haben, was gut gegangen ist, was sie anderen empfehlen würden, was schlecht gegangen ist, was sie vermeiden würden in Zukunft. Das kann ich in einer Konferenz, einem Barcamp, einem Hackathon, einem Meetup in all so Strukturen auch machen. Also da, wenn man sich eine halbe Stunde hinsetzt, hat man eine lange Liste von Formaten und Möglichkeiten, was genau dieses Mindset unterstützt. Ich glaube, das ist welche Lieblingsformate hast du noch, um diese weiteren Ausbaustufe sozusagen zu unterstützen? Ich habe 2 Empfehlungen ganz konkreterweise. Also auf der einen Seite wirklich den Communities beitreten, die schon da sind. Wir haben ganz tolle Gruppen, die sich über Twitter vernetzen. Ich habe selbst auch den Twitter-Account wall-de. Wir haben Facebook-Gruppen, wir haben eine Yammer-Gruppe. Wir sind auf LinkedIn. Also wirklich, wenn man mal irgendwie nicht weiterkommt oder irgendwo Wachstumsschwierigkeiten hat, dann wirklich sich verbinden und einen offenen Austausch auf einer Metaebene führen, wie man jetzt hier den nächsten Schritt erreicht. Und zweitens beobachte ich, dass schon die Anforderungen auch gerade in einer Wirtschaft und auch in Weltwirtschaftskrisen, wie wir sie gerade haben, auch stark wachsen oder sich auch wollen mit verändern muss. Und da bin ich natürlich auch ausdrücklich Simon und der Cogneon sehr dankbar, dass sie mit LernOS auch Working Out Loud weiterentwickeln, auch wenn es einen anderen Namen hat. Aber ich finde, die Ziele die Anforderungen sind so hoch, dass wir auch neue Tools brauchen, neue Methoden brauchen. Und da ist LernOS auf jeden Fall sehr zukunftsweisend. Simon, jetzt musst du trotzdem LernOS nochmal kurz. Du hast dich die ganze Zeit drumherum gewunden, das nicht zu nennen. Ragnar hat es eingeführt. Elefant ist aus dem Raum, ja. Genau. Naja, es ist, also wir sind bei uns in der Akademie gerade dran, eigentlich die Erfahrungen, die wir im Bereich Wissensmanagement, lernende Organisationen seit 2001 gesammelt haben, in offen verfügbaren Leitfäden zu dokumentieren. Die gibt es auf der Ebene Individuen, Teams und Organisationen. Und das für sich ist schon so ein bisschen ungewöhnlich, für uns auch eine Praxis von Working Out Loud, sozusagen Dinge, die wir eigentlich in Projekten mit Kunden verwenden, nicht bei uns auf dem Firmenlaufwerk liegen zu haben, sondern offen ins Netz zu stellen und mit anderen drüber zu sprechen und andere die auch nutzen zu lassen. Ja, und da ist eben auf der individuellen Ebene, also dem Leitfaden LernOS für dich, verwenden wir Working Out Loud, aber eben auch Getting Things Done für persönliche Produktivität und Objective Key Results für Zielfindung. Also das ist so eine Methode, die Google auch verwendet, um persönliche Ziele zu finden. Wie schärfe ich die? Wie formuliere ich die? Und eben Scrum als Taktung, wo wir sagen, lebenslanges Lernen bedeutet ja nicht, ich mache jetzt 12 Wochen mal was, wo viele sagen, oh, so lang, 12 Wochen, sondern lebenslanges Lernen heißt für mich, von heute bis hoffentlich ich 80 bin, lerne ich dazu. Und wenn ich das für mich selbst organisieren will, brauche ich da eben eine Methode, um das zu tun. Und das will ich aber gar nicht auf Woll versus LernOS oder und LernOS zuspitzen, sondern wie gesagt, es gibt ganz viele coole Angebote, wo man Bloggen lernen kann. Man sieht immer mehr Podcasting in den Organisationen. Was ihr macht, Ragnar, mit dem Gernot zusammen. Livestreaming wird immer mehr, ne, dass ich sage, ich mache was und streame das live ins Netz. Leute können halt, und das ist das Schöne an der Digitalisierung, die skaliert per se. Ne, da, wo ich früher im Büro vielleicht nur 2, 3 Leuten irgendwie was gezeigt habe, setze ich heute einen Livestream auf und dann können nochmal 20, 30 zugucken. Schon habe ich eine Größenordnung skaliert. Und
Das fände ich irgendwie cool, da ein möglichst breites Portfolio von Ansätzen und Methoden und Beispielen zu haben, um das eben dauerhaft in Organisationen zu verankern. Rieke, aus deiner personaler Sicht, welche weiteren Aktivitäten oder Ansätze siehst du, die es braucht, sozusagen, um diesen Working Out Loud-Sicht von so einer Individualbefähigungsebene zu so einer organisationalen Befähigungsebene zu bringen? Drüber reden, also berichten, drüber reden und immer wieder auch die Vorteile aufzählen. Ich merke das immer wieder, wenn ich in den sozialen Medien mal was poste und man verwendet den Hashtag Working Out Loud und es kommen Kollegen oder auch Menschen, die das nicht kennen, dann kommt ganz häufig die Frage, sag mal, was ist denn das eigentlich? Und dann schickt man mal irgendwie von YouTube ein Video, wo da gibt es ein, zwei, die ganz kurz und knapp sind, wo Katharina Krenz das ganz toll erklärt. Und schickt den Leuten das zu und dann, wie mache ich denn sowas? Und schon kommt man ins Gerät und so stiftet man Personen damit an. Also von daher fahre ich mal gerne den Ansatz Strich drüber. Und gerade wenn man kein eigenes Social Internet oder kein Enterprise Social Network im eigenen Unternehmen hat, ist das die einzige Möglichkeit, es auch zu verbreiten. Und ja, ich mache das immer sehr gerne und versuche dann damit mit dem Grundgedanken andere anzustiften. Prima. Ich danke euch für diese Unterhaltung, für dieses Gespräch. Leider haben wir es nicht geschafft, die Leute irgendwie aus unserem Eventnet hier reinzuholen. Keine Ahnung, was wir da noch weitermachen müssen, ob wir hier mit, keine Ahnung, virtuellen Goldstückchen sonst was locken müssen. Aber es war eine spannende Unterhaltung. Ich glaube, wir haben viele Dinge, das Thema von vielen Seiten beleuchtet. Für Leute, die noch nicht das Thema so weit eingestiegen sind, einiges erklärt. Für andere hoffentlich halt, die schon bei dem Thema sind, auch nochmal neue Aspekte aufgeworfen. Ich danke euch für die Zeit, für das Mitmachen. Und ja, wir sind am Ende. Vielen Dank für jene, die auch die zugehört haben, die das Ganze nachhören gerne. Also es bleibt ja hier im Portal, die Ressourcen. Auch dieses Video sind natürlich teilbar. Es wurde auf Facebook gestreamt. Also man kann es nachschauen. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag und bleibt gesund. Und am Ende und am Anfang. Genau. Ciao. Ciao. Danke euch. Ciao. Danke, ciao.